Hallo, ich grüße euch herzlich. Ich freue mich, dass ihr hier eingeschaltet habt. Und ja, ihr seht die Überschrift schon. Es gibt was Neues. Also so neu ist es eigentlich schon gar nicht mehr. Aber hier auf YouTube habe ich noch nichts davon gesagt, noch kein Wort davon verloren. Und einige Zuschauer waren in den letzten Videos ein wenig verwirrt. Deswegen hier lüfte ich das Geheimnis, was eigentlich schon kein Geheimnis mehr ist. Wir sind wieder schwanger oder ich bin wieder schwanger. Ja, ja, mehr kann man eigentlich noch gar nicht dazu sagen. Ich bin mittlerweile in der 19. Schwangerschaftswoche, also wir haben schon fast die Hälfte geschafft. Wer darüber mehr erfahren will, der kann mich gerne auf Instagram abonnieren. Da ja, schreibe ich oder poste ich ganz, ganz, ganz oft was dazu. Hier wird es auf YouTube dahingehend Videos zu der Schwangerschaft geben, also Schwangerschaftsupdates. Ich drehe euch jetzt endlich mal von der ersten bis zur 12. Woche oder ich glaube, ich mache es wieder so wie beim letzten Mal, dass ich das erste Trimester, das zweite und das dritte Trimester mache. Und dann hatte ich, ich schaue mal gerade in meinem Handy, ich hatte ein paar Ideen, was ich noch machen könnte. Und zwar, ich weiß nicht, wollt ihr nochmal meine Schwangerschaftsanzeichen von dieser Schwangerschaft ein Video drüber haben? Das könnt ihr mir hier unten alles mal in die Kommentare schreiben. Dann habe ich noch eine Videoidee und zwar haben wir auch schon unser Outing. Also wir wissen schon, was das Baby in meinem Bauch für ein Geschlecht hat. Und das hat man relativ früh festgestellt. Mittlerweile hat es auch wieder bestätigt und es ist wirklich, es hat sich bestätigt. Und da gibt es eine Theorie, die kommt aus Amerika, die nennt sich NUB-Theorie oder NUB-Theorie auf Deutsch. Und daran kann man eben sehr, sehr früh schon in der 12., 13. Schwangerschaftswoche feststellen, was es wird. Und vielleicht kann ich euch das mal zeigen und erklären, was dahinter steckt. Ja, wenn ihr daran Interesse habt, wie gesagt, schreibt mir einen Kommentar in die Kommentare unten hin. Dann ein Thema, das liegt mir ganz, ganz, ganz besonders am Herzen. Und zwar gibt es ganz viele Leute, ganz viele Frauen, die noch stillen, aber dennoch einen Kinderwunsch haben. Aber durch das Stillen, wie wir alle wissen, wird die Periode unterdrückt. Also der ganze Zyklus wird eben unterdrückt. Und ohne Zyklus auch kein Eisprung. Und ohne Eisprung kann man auch nicht mehr schwanger werden. Bei uns hat das, war das dasselbe Problem. Aber wir haben es ja jetzt relativ schnell doch hinbekommen. Und wenn ihr da Interesse dran habt, wie wir das angestellt haben, dann ja, könnt ihr das auch mal schreiben. Und ja, dann habe ich eben noch aufgeschrieben die ganz normalen Schwangerschaftsvideos. Ja, die möchte ich aber so oder so machen. Genau, das sind so meine Ideen, die ich dazu habe. Vielleicht fällt euch ja noch irgendwas Schönes ein, was ich jetzt noch nicht aufgeführt habe in meiner Liste. Und ja, dann war es das schon mit dem Video. Ich hoffe, ihr freut euch auf alles, was kommt. Ich lege auch für das ganze Thema nochmal eine extra Playlist an. Den Link mache ich euch auch in die Infobox. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.